So, endlich mal wieder ein fruchtiges Willkommen zu einer weiteren Minecraft-Testversionsvorstellung. Und zwar ist endlich die zweite Testversion zum kommenden 1.12-Update erschienen. Das wird ja den Namen World of Color, also Welt der Farben, tragen. Und das hat man auch ganz gut schon in der ersten Testversion erkennen können. Da gab es ja einige farbliche Veränderungen und auch diese richtig coolen neuen farbigen Blöcke. Das sind natürlich jetzt nur ein paar Beispiele, die gibt es in allen Farben und natürlich noch weitere Sachen. Ich verlinke euch natürlich nochmal mein Video zur ersten Testversion. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Jetzt geht es aber um die Sachen, die in der zweiten Testversion hinzugefügt wurden. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Update bisher schon richtig, richtig cool. Es gibt wieder einige coole Neuheiten, wie zum Beispiel Papageien. Richtig, richtig cool. Und zwar mittlerweile sogar in 5 verschiedenen Arten. Einmal hier in Blau, einmal ja, Grün, einmal Hellblau, Gelb und so ein bisschen grünlich. Dann Rot, Gelb und Blau. Ich denke mal, den haben die meisten schon gesehen. Und dann gibt es jetzt neu auch noch Grau mit weißen Federn. Der wurde jetzt in einem kleinen Nachpatch hinzugefügt. Also der ist in der Original zweiten Testversion gar nicht drin. Aber finde ich cool, überhaupt die Idee. Denn diese Papageien sind nicht wieder ein weiterer NPC, der einfach nur irgendwo in der Welt sich befindet und total nutzlos ist. Nein, ihr könnt mit diesen Papageien natürlich was machen. Und zwar sie unter anderem als Haustier halten. Richtig cool, denn ihr könnt sie nämlich mit Keksen ganz einfach zähmen. Dauert manchmal ein bisschen länger. Die sind alle anscheinend relativ hungrig. Und jetzt fliegen euch diese Papageien quasi hinterher. Und wenn ihr zu schnell seid, teleportieren sie sich auch. Das finde ich auch ganz cool gemacht. Also im Endeffekt ähnlich wie bei den Hunden und bei den Katzen. Was aber das richtige Highlight ist, ich denke mal, das wollte jeder schon mal irgendwie machen, sich einfach einen Papageien auf die Schulter setzen und damit quasi rumlaufen. Richtig, richtig cool. Das ist echt genial gemacht. Ihr könnt sogar noch einen zweiten Papageien auf die Schulter setzen. Also, falls ihr lieber zwei haben wollt. Richtig nice. Um sie wieder runter zu bekommen, müsst ihr einfach springen. Dann, ja, landen sie quasi wieder neben euch. Aber alleine die Idee ist schon mal echt gut gemacht. Ihr könnt sie leider aktuell noch nicht paaren. Also quasi nicht vermehren. Das fände ich noch ganz cool, wenn das hinzugefügt werden würde. Vielleicht so mit so kleinen Babypapageien. Das wäre echt genial. Und auch an sich vielleicht noch so 2-3 weitere Arten. Würde ich auf jeden Fall nicht schlecht finden. Papageien gibt es ja in allen möglichen Farben. Also da hat man garantiert noch genug Möglichkeiten. Passt, denke ich, super zum Farbenupdate. Besser wahrscheinlich als jeder andere NPC. Ja, die neuen Papageien. Bei der zweiten Neuheit weiß ich selber gerade nicht, was ich davon so halten soll, denn ihr könnt euch mit der Tastenkombination STRG und B einen Sprachbot aktivieren oder deaktivieren. Narrator active. Und dann werden euch alle Nachrichten im Chat vorgelesen. Und das Ganze klingt dann in etwa so. Ja, man hört natürlich relativ falsch vorgelesen, das liegt wahrscheinlich am Deutschen. In Englisch funktioniert das Ganze dann wahrscheinlich deutlich besser. Aber trotzdem weiß ich persönlich jetzt nicht, wofür das Ganze überhaupt gut sein soll. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt, wofür das Ganze wirklich gut sein könnte. Dafür umso interessanter ist die nächste Neuheit. Die ist besonders cool, gerade für neue Spieler, aber auch für Leute, die schon lange Minecraft spielen. Ihr könnt nämlich jetzt zum einen euch endlich in Minecraft alle Crafting-Rezepte anzeigen lassen. Und es gibt eine Möglichkeit, Items jetzt deutlich einfacher zu craften. Denn ihr habt jetzt hier in der Werkbank hier ein Buch. Da könnt ihr draufklicken und dann seht ihr schon, werden euch hier jede Menge Items angezeigt. Und die könnt ihr jetzt natürlich erstmal so ein bisschen sortieren. Zum einen natürlich nach Kategorien. Dann wird es wahrscheinlich hier oben noch eine Suchfunktion geben. Und ihr könnt das Ganze auch sortieren nach allen Rezepten oder nach Rezepten, wo ihr die Materialien im Inventar habt. Ihr seht, manche Sachen sind hier
grau umrandet. Das sind die Items, die ihr aktuell wirklich craften könntet. Alles, was rot umrandet ist, dafür fehlen euch leider noch die Materialien. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Items habt, die entweder mehrere Crafting-Rezepte haben, das gibt es ja auch teilweise, oder Sachen, die es in verschiedenen Ausführungen gibt, zum Beispiel Türen, verschiedene Wollblöcke und so weiter, da seht ihr schon, Click and Hold for More. Das heißt, ihr müsst die linke Taste einfach gedrückt halten und dann seht ihr schon, habt ihr hier die ganzen verschiedenen Farben zur Auswahl. Was auch relativ cool ist, wenn ihr jetzt ein Item habt, was ihr wirklich craften könntet, weil ihr die Materialien dabei habt, seht ihr schon, werden euch automatisch die Items aus dem Inventar entfernt und in die Werkbank an der richtigen Position eingefügt. Das heißt, ihr braucht das Ganze nicht manuell ausfüllen und dann könnt ihr einfach hier raufklicken und craften. Fertig! Wer sich jetzt vielleicht wundert, warum hier nicht alle Items aufgelistet sind, also warum ein paar Rezepte fehlen, das ist relativ simpel. Normalerweise ist hier nämlich gar kein Rezept drin und ihr müsst diese Rezepte erst nach und nach freischalten. Ihr braucht nämlich einfach nur ein bestimmtes Material aus dem jeweiligen Rezept einsammeln. Also wenn ihr zum Beispiel das erste Mal einen Diamanten einsammelt, dann schaltet ihr auch automatisch alle Rezepte frei, für die ihr Diamanten braucht. Normalerweise gab es ja hier den Button Erfolge, den gibt es jetzt nicht mehr, der wurde entfernt und durch ein neues Fortschrittssystem ersetzt. Und hier sind verschiedene Aufgaben aufgelistet, die man quasi machen muss. Ich habe jetzt schon ein paar mehr freigeschaltet, normalerweise beginnt ihr natürlich hier ganz vorne. Und alles, was so gelb hinterlegt ist, das habe ich bereits geschafft. Alles, was grau ist, muss ich quasi noch machen. Und was dabei richtig, richtig cool ist, ihr könnt dieses Fortschrittssystem nämlich für eure Welt selber umändern. Das heißt, ihr könnt das quasi selber gestalten und könnt quasi sozusagen für eure eigene Welt eine bestimmte Aufgabenreihenfolge erstellen. Also quasi so eine Art Questsystem. Und ihr könnt natürlich auch zum Beispiel irgendwelche Belohnungen verteilen, ihr könnt dadurch irgendwelche bestimmten Crafting-Rezepte freigeben, ihr könnt dadurch irgendwelche Ereignisse auslösen lassen. Wie das genau funktioniert, das werde ich jetzt in diesem Video natürlich nicht zeigen, das wäre einfach viel zu lang. Dazu werde ich nochmal ein richtiges Tutorial machen demnächst. Und das Ganze wird noch ein bisschen kombiniert mit zwei neuen Befehlen. Denn zum einen gibt es jetzt den Befehl Advancement und da könnt ihr nämlich entweder einem Spieler einen bestimmten Fortschritt geben, einen bestimmten Fortschritt wieder wegnehmen oder testen, ob der Spieler einen bestimmten Fortschritt bereits erreicht hat. Der zweite Befehl ist der Recite-Befehl, also quasi um einem Spieler entweder ein Rezept zu lernen oder damit der Spieler ein bestimmtes Rezept verlernt. So, um das ganze Thema jetzt nochmal zu einem richtigen Abschluss zu bringen, gibt es dazu noch eine passende neue Game Rule. Do Limited Crafting. Und damit limitiert man wohl die Möglichkeit, also begrenzt die Möglichkeit des Craftings des Spielers. Das heißt, der Spieler kann dann nicht mehr alles herstellen, was er möchte, sondern nur noch das, was quasi durch dieses Fortschrittssystem ihm vorgegeben wird. Und dazu passend gibt es jetzt auch noch ein neues Item, und zwar das Buch des Wissens. Man kann jetzt anscheinend ein Buch erzeugen, wo man einfach Crafting-Rezepte reinschreibt. Und wenn der Spieler dann dieses Buch finden sollte in der Welt und das Buch benutzt, dann lernt er zusätzlich dazu diese Craft-Rezepte. Und die kann man wohl auch benutzen, selbst wenn dieses Do Limited Crafting aktiv ist. Das Ganze ist natürlich ein recht komplexes Thema. Wie das Ganze genau hundertprozentig jetzt alles zusammenhängt und funktioniert, weiß ich natürlich zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht. Werde ich mich natürlich ein bisschen schlau machen. Ich werde dazu natürlich weiter noch ein paar kleine Videos zu machen. Denn ich finde auf jeden Fall, das Ganze hat mega viel Potenzial, um vielleicht ein recht gutes, aber doch recht simples Questsystem für seine Welt erzeugen zu können. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine recht coole Sache. An sich finde ich auf jeden Fall bisher die Testversion beide relativ cool. Ich freue mich mega auf dieses Update. Ich hoffe, dass es noch ein paar weitere Sachen geben wird. Es soll angeblich noch daran gearbeitet werden, dass auch Betten eingefärbt werden können. Also eine rosane Bettdecke, eine blaue Bettdecke, grüne Bettdecke. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Finde ich aber auch eine coole Idee. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, die noch super in dieses Update reinpassen würden, dann schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst natürlich auch dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch irgendwie gefallen und geholfen hat. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Und immer schön fruchtig bleiben.
Ciao.